Was heute über diese Stadt bekannt ist, wissen wir noch nicht lange. Bis vor kurzem wusste man noch nicht einmal, wer sie erbaut hat. Ein Drittel der Bevölkerung des Val di Noto war unter den Trümmern gestorben. Dieses schwere Trauma führt zur Neuorientierung und zu kreativen Höchstleistungen beim Bau der neuen Stadt. Das Verlangen nach Schönheit führte zu einem wahrscheinlich ganz gesunden Wettbewerb. Wer den schönsten Palazzo baute, möglichst an der besten Position, signalisierte damit seine politische und wirtschaftliche Macht. Der ganze Barock beruht auf einer Idee des Traums. Oder besser gesagt, der Träumerei. Ich befinde mich in einer Welt, von der sich keine exakte oder perfekte Wahrnehmung erlangen lässt. Hier ist man umgeben vom Stein. Noto wurde deshalb ja auch Garten aus Stein genannt. Die breit angelegte Restaurierungskampagne hat Noto zur Hauptstadt des Barock gemacht. Ein Erfolg für den Tourismus, der Noto grundlegend verändert hat. Vielleicht war Noto schöner, so wie wir es damals kannten. Und vielleicht hätten wir nicht überall herum erzählen sollen, wie schön diese Stadt damals war.